Herzlich willkommen bei United Interim. Heute möchte ich Ihnen unsere neue Volltextsuche vorstellen. Das Besondere an der neuen Volltextsuche ist, dass sie nicht nur wie traditionell ausschließlich auf die CVs der Interim-Manager und Managerinnen zugreift. Stattdessen analysiert unsere Suche sämtliche Case Studies, sämtliche Blogs und sämtliche Referenzen, die die Interim-Manager und Managerinnen hochgeladen haben. Alles wird auf der Trefferliste angezeigt und dann können Sie das eingrenzen, zum Beispiel indem Sie Linien oder Branchen vorgeben, im Zweifel sogar die Geografie oder Budget. Wie das alles geht, das zeige ich Ihnen im ersten Teil dieses Videos. Auch wenn Sie nicht registriert sind, können Sie das ganz einfach bei United Interim einmal testen, auch wenn wir natürlich die Bilder für Sie verpixeln werden. Im zweiten Teil zeige ich Ihnen dann, wie Sie als registrierter Nutzer von United Interim, kostenlos nicht vergessen, wie Sie als registrierter Nutzer Ihre Interim-Manager finden, wie Sie die Daten herunterladen und dann direkt mit Ihnen provisionsfrei in Kontakt treten und über Ihre Projektaufgabe sprechen können. Also gehen wir mal an den Rechner. So, nehmen wir an, Sie stehen in Ihrem Unternehmen vor der Aufgabe, den Bereich Recruiting zu unterstützen, weil die Kapazitäten fehlen oder weil Know-how fehlt. Sie möchten wissen, gibt es solche Interim-Manager und Managerinnen? Und wenn ja, was kosten die? Dann können Sie einfach bei United Interim hier als Test nachschauen. Dann müssen Sie nicht mal registrieren. Allerdings bekommen Sie dann auch nicht die Namen angezeigt. Aber darum geht es ja heute. Ich möchte Ihnen zeigen, wie das funktioniert. Also Sie würden ganz sicher einsteigen mit dem Begriff Recruiting, den Sie hier ins Feld einpflegen und dann einfach sofort mal auf Start drücken. Und Sie sehen 11 Interim-Manager sofort, die den Begriff Recruiting nachweisen. Und wenn Sie feststellen, dass Sie hier Finance- und Controlling-Spezialisten dabei haben, und Sie möchten letztlich jemanden haben, der aus dem Bereich Personal kommt, also keine Finanzer, dann ändern Sie hier oben, haben Sie 4 Möglichkeiten unter Linienerfahrung, die Vorgaben und ergänzen einfach um Personal. Und Sie wollen da keinen Amateur haben, sondern Sie möchten jemanden, der 5 Jahre schon mal darin tätig war in der Linienfunktion. Und jetzt schauen Sie, was aus Ihren 11 Interim-Managern geworden sind. Wir haben die runtergefahren schon mal aus 5. Also jetzt haben wir nur Personaler, die den Bereich Recruiting drauf haben. Sie mögen vielleicht denken, naja, wir sind jetzt nicht so sehr an Interim-Managern oder Managerinnen aus dem Handel interessiert. Wir möchten Leute aus dem verarbeitenden Gewerbe, weil wir dort auch sind. Also geben Sie das verarbeitende Gewerbe als Branchenerfahrung vor. Und wir sagen mal hier, es reicht, wenn er sich oder sie sich da einigermaßen gut auskennt, also 3 Jahre als Vorgabe, und wir starten erneut und wir sind dann immer noch bei 5 Managern. Also alle diese Manager kommen mit Erfahrung aus dem verarbeitenden Gewerbe. Jetzt sagen Sie sich vielleicht, wir wollen ein paar Reisespesen ersparen. Wir sind selbst in Hessen, wir geben mal das Bundesland vor. Können Sie hier sehen, aus welchen Bundesländern diese 5 kommen. Sie kommen aus Hessen. Sie filtern also alle die aus, die jetzt nicht aus Hessen kommen. Und unsere 5 Interim-Manager sind auf 2. Und nun mag es sein, dass Ihr Controller gesagt hat, also passt auf, Leute, wir können maximal eine Bandbreite von 1.000 bis 1.250 im Tagessatz abdecken. Sie filtern hier und schon bleibt Ihnen ein Interim-Manager über. Das ist eine Interim-Managerin. Sie können sich jetzt hier das Profil anschauen, wenn Sie mögen. Sie werden gleichzeitig sehen, was diese Interim-Managerin alles mitbringt. Ausgeprägte Auslandserfahrung, Top-Management-Erfahrung, Personalerfahrung. Ganz besonders hier am Ende Recruiting, 26 Jahre. Sie können also Ihrem Controller sagen, pass auf, das gibt's. Das kostet in dem Fall, wir können nachschauen, 1.250 Euro am Tag plus Spesen. Aber wir finden auf jeden Fall bei United Interim unseren Interim-Manager oder in diesem Fall unsere Interim-Managerin. So, das zum Prozess, das dazu, wie das funktioniert.
Im nächsten Teil zeige ich Ihnen dann, was Sie tun müssen, um jetzt die Kontaktdaten dieses Interim-Managers, in diesem Falle Interim-Managerin, herunterzuladen, mit ihr in Kontakt zu treten und über ihr konkretes Projekt zu sprechen, wie unterstütze ich den Bereich Recruiting. Und das alles ist für Sie ein kostenloser Service von uns. Schauen wir uns also jetzt an, wie Sie an die Daten des Interim-Managers oder der Interim-Managerinnen gelangen. Hierfür ist es unabdingbar, dass Sie sich registrieren. Das ist ja klar, wir haben hier mit persönlichen Daten zu tun. Die Registrierung bedeutet, dass Sie die AGBs anerkennen, damit auch den Datenschutz, den wir vereinbaren. Also ohne Anmeldung, ohne Registrierung geht das nicht. Ich bin natürlich als Nutzer hier angemeldet. Und ich werde jetzt die Volltextsuche nutzen, die wir gerade vorgestellt haben, die ich gerade vorgestellt habe, um mich als Kandidat zu finden, einfach auch um hier datenschutzmäßig sauber zu sein und Ihnen auch zu zeigen, was Sie noch machen können. Sie können zum Beispiel jetzt nach Interim-Managern suchen, die mal bei Burda waren und bei Chase Manhattan. Sie sehen hier, mehrere Worte werden durch und verknüpft. Und wenn Sie jetzt danach suchen, also zeige ich mir alle Leute, die diese beiden Begriffe haben, dann wird Ihnen die Datenbank mein Profil anzeigen. Als Registrierter können Sie hier, das haben wir vorhin schon gesehen, mein fachliches Profil sehen. Sie können meine Persönlichkeitsstrukturanalyse, also meine Soft Skills sehen. Sie können mein Video sehen. Sie können meine Blogbeiträge sehen, die ich geschrieben habe. Das wollen wir aber alles nicht, denn wir wollen die Daten dieses Interim-Managers haben, damit wir mit ihm in Kontakt treten können. Hierfür müssen Sie die Daten, den Interim-Manager auf Ihre sogenannte Shortlist nehmen. Das könnten jetzt auch mehrere sein. Die klicken Sie einfach an und übernehmen diesen Interim-Manager in die engere Auswahl. Das teilen wir dem Interim-Manager mit. Das ist natürlich ein Akt der Fairness. Wenn Sie einen Lebenslauf haben möchten, dann sagen wir dem, der den Lebenslauf eingestellt hat, wer den abgerufen hat. Sie klicken hier auf In Ordnung. Und in dem Moment, obwohl der Interim-Manager sagt, er ist verfügbar, schickt das System ihm eine Verfügbarkeitsanfrage zu. Die kommt jetzt hier im Moment auf meinem Smartphone an. Ich bestätige die schnell, damit Sie sehen, wie das hier funktioniert. Das habe ich gemacht. Und wenn Sie jetzt die Seite hier neu laden, dann steht das hier als verfügbar. Auch wenn Sie den jetzt gleich hier unter in Ihren Arbeitsbereich genommen hätten, wäre dieser Prozess genauso gewesen. So, jetzt wollen Sie damit arbeiten. Sie holen sich also dieses Profil herunter. Und Sie sehen, ich teste ganz oft mit meinem eigenen Profil. Jetzt können Sie sagen, ich möchte das per E-Mail verschicken, also an einen Kollegen, in Ihrer Unternehmung, in Ihrer Firma. Wir schicken das per E-Mail, das wird Ihnen bestätigt und damit hat er die Unterlagen. Oder aber, das wollen wir hier noch schnell zeigen, wir wollen die herunterladen. Das kennen Sie hier, der ganz normale Download, wie er sonst im Internet und ähnlichen Umfeldern ja auch funktioniert. Wir öffnen das Ganze und hier ist das fachliche Profil, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und hier ist der Lebenslauf. Ja, so einfach ist das, so schnell geht das. Sie haben jetzt die Kontaktdaten des Interim-Managers oder der Interim-Managerin. Sie können jetzt zurückgehen auf Ihr persönliches Backend. Sie können sich aber auch abmelden jetzt, indem Sie das hier tun und sich dem widmen, dass Sie jetzt hier tätig geworden sind, nämlich mit dem Interim-Manager oder der Interim-Managerin in Kontakt treten, über ihr Projekt sprechen, gemeinsam einen Vertrag verhandeln und dann mit der Arbeit beginnen. Ja, das war's schon. Mehr ist gar nicht. Ich lade Sie ein, probieren Sie es einfach mal. Als nicht registrierter Nutzer oder noch besser, registrieren Sie sich, finden Sie Ihren Interim-Manager bei United Interim. Sie wissen ja, es ist für Sie kostenlos. Vielen Dank.